Beam uns nach Eberswalde, Scotty. Klappt gerade nicht. Wahrscheinlich sind die Leitungen überlastet. Eberswalde ist nämlich im Moment der Mittelpunkt des Trekkie-Universums. Vor 50 Jahren ging Star Trek an den Start und das wird gefeiert. Man, probier es noch mal. Beam uns nach Eberswalde, Scotty. Der Himmel über Eberswalde. Eigentlich sieht alles ganz normal aus. Doch weit gefehlt. Die Enterprise ist im Anflug. Sie hat die unendlichen Weiten des Weltraums durchmessen. Unzähligen Gefahren getrotzt. Und jetzt also Eberswalde. Die Enterprise ist im ganzen Universum unterwegs, da kann sie auch nach Eberswalde kommen. Ich glaube, da ist die Crew auch neugierig auf den Spritzkuchen, den wir haben, auf die Menschen, die hier sind. Der Appetit auf den berühmten Eberswalder Spritzkuchen hat Captain Kirk, Commander Spock und Co. also angelockt. Und natürlich sind die intergalaktischen Besucher der Einladung von Benjamin Stöwe gefolgt. Der Erdling ist unter anderem RBB-Reporter, aber vor allem seit seiner Kindheit ein Vollblut-Trekkie. Als kleiner Junge waren es die Geschichten, die Effekte. Dann mit dem Älterwerden habe ich mit Star Trek auch Englisch gelernt und mich dann später für Filmproduktionen interessiert. Und so habe ich, glaube ich, in all den verschiedenen Phasen immer verschiedene Dinge gefunden, die mich an den Serien begeistert haben. Klingonen in Eberswalde. Sonntag wird die Stadt zum Hotspot für alle Fans der Science-Fiction-Serie. Denn Benjamin öffnet die Türen zu seinem privaten Star Trek-Museum. Und jetzt betreten wir das Star Trek-Universum auf 17,01 Quadratmetern. Originalmasken aus den Paramount-Studios, Drehbuchseiten, Mr. Spocks Ohren, alles kann auf kleinstem Raum bestaunt werden. Wer möchte, bekommt eine persönliche Führung vom Sammler. Die erste Staffel lief im amerikanischen Fernsehen, übrigens von 1966 bis 1969. Die Mondlandung war für Star Trek ein großes Glück, denn nach der Mondlandung hatten alle sehr großes Interesse, 1969 viel zu erfahren über den Weltraum und haben sich gefragt, wie wird unsere Zukunft vielleicht auch im Weltraum aussehen. Es gab ja 79 Fernsehfolgen und die wurden nach der Mondlandung immer wieder wiederholt. Und in diesen Wiederholungen, die dann im ganzen Land, in ganz Amerika liefen, wurde Star Trek wirklich Kult. Inzwischen gibt es 726 Star Trek TV-Episoden und 12 Kinofilme. Aber ist Eberswalde wirklich vorbereitet für den Besuch aus dem All? Kennt noch jemand außer dem größten Fan der Stadt die Sternreisenden? Oscar, kennst du den? Captain Kirk? Captain Kirk. Captain James. Die Kirk. Die Dame neben Ihnen. Ja, ich kenne ihn auch, aber ich bin jetzt auf den Namen nicht gekommen. Guck mal, steht hier unten drauf. Ja, siehst du, ich habe gar nicht geguckt. Der Weg ins kleinste Star Trek Museum des Universums geht übrigens so. Man muss sich anmelden per E-Mail und wenn man das dann macht, dann kriegt man eine E-Mail zurück und kriegt eine Zeit und kriegt dann auch den Ort verraten. Na dann, volle Kraft voraus nach Eberswalde.